Ich habe das Gefühl, alle reden immer nur von guten Gewohnheiten, die man dringendst machen sollte. Lies jeden Tag, mach jeden Tag Sport, ernähr dich gesund und so weiter. Aber keiner redet über schlechte Gewohnheiten, was mindestens genauso wichtig ist. Denn die Dinge, die du nicht machst, sind genauso entscheidend wie die Dinge, die du machst. Und deswegen gibt es heute in dem Video 5 Gewohnheiten, die du aufhören solltest zu machen. Macht man Gewohnheiten? Zu haben. Man hat Gewohnheiten, oder? Ja. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und deshalb viel Spaß bei dem heutigen Video. Was mir persönlich auch immer mega schwer fällt, ist achtsamer Konsum im Internet. Und ich habe wirklich gemerkt, es fällt mir richtig schwer, in Stille zu sitzen und irgendwie irgendwas zu machen und dabei mir nichts anzuhören oder anzugucken. Beispielsweise, wenn ich irgendwas esse, muss ich da beim Podcast hören oder YouTube gucken oder auf Social Media rumscrollen. Selbst wenn ich morgens meine To-Do-Liste schreibe, fällt es mir sehr schwer, mich nur darauf zu konzentrieren und nebenbei nichts anderes anzuhören oder anzugucken. Und es schockiert mich wirklich selbst und ich glaube, dass es vielen von uns so geht. Aber es geht nicht nur darum, wann und wie viel du konsumierst, sondern auch was und wen du konsumierst sozusagen, also welche Personen auf Social Media. Und ich finde es auch voll wichtig, regelmäßig mal durch die Accounts zu gucken, denen du folgst und dann zu gucken, wem möchte ich eigentlich noch folgen oder wer tut mir gut, beziehungsweise in der Gegenfrage dann, wer tut mir nicht gut und wer lässt mich schlecht fühlen, wenn ich den Account sehe. Und es sollte ja eigentlich so die Intention sein, dass man irgendwie auf Social Media ist, um irgendeinen Benefit, um irgendeinen Vorteil davon zu haben. Und wenn du halt drauf gehst und dich schlecht fühlst, ergibt es ja gar keinen Sinn, dieser Person noch zu folgen. So. Der nächste Punkt sind Neujahrsvorsätze und ich hasse dieses Wort Neujahrsvorsätze irgendwie, da es in meinem Kopf schon so negativ klingt mittlerweile, da irgendwie Neujahrsvorsätze für mich so Dinge sind, die man nicht einhält. Es sind für mich so unrealistische Ziele oder unspezifische Ziele, die man sich setzt, wie beispielsweise mehr Sport machen, die man sowieso nicht macht. Und deswegen wollte ich euch raten, die schlechte Gewohnheit Neujahrsvorsätze schlecht zu setzen, nicht mehr zu haben. Unterdessen das neue Jahr effektiv und sinnvoll zu planen. Mittlerweile sind wir schon im Januar, fast in der zweiten Januarwoche. Aber ich sage euch, besser spät als nie. Also falls ihr jetzt auch das neue Jahr und dieses Jahr planen wollt, könnt ihr das sehr gerne noch machen. Und ich würde euch da auf jeden Fall dieses Video hier empfehlen. Das habe ich nämlich vor einigen Wochen aufgenommen, habe euch da gezeigt, wie man das neue Jahr gut planen kann, beziehungsweise wie ich das immer mache und was für mich sehr gut funktioniert. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von euch bekommen, dass es euch auch mir geholfen hat und die Ideen da ganz cool waren. Das freut mich natürlich immer sehr. Die nächsten Punkte, die dieses Jahr ändern soll, das ist das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und ich finde es halt voll komisch, wenn jemand sagt, ich achte nicht auf die Umwelt oder ich versuche nicht nachhaltig zu leben, weil das eigentlich eine vollkommen abwegige, komische Ansicht ist in unserer heutigen Zeit hier. Und ich glaube, wir müssen unser Leben ja gar nicht um 180 Grad komplett drehen. Aber wir können ja alle ein bisschen was machen, damit es im Endeffekt zu etwas Großem zusammenkommt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr vielleicht so ein Video sehen wollt mit, weiß ich nicht, 10, 20 Arten, wie man vielleicht seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten kann und vielleicht so generell ein bisschen umweltfreundlicher lebt. Falls euch das interessiert, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Übrigens, kurzer Einwand, falls euch für diese Themen hier interessiert, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Auf meinem Kanal geht es genau um diese Themen und du findest jeden Donnerstag und Sonntag hier ein neues Video von mir. Ein voll wichtiger Punkt ist auch das Thema, wie du mit dir selbst redest. Und ich glaube, viele haben die Gewohnheit, mit sich selbst sehr schlecht zu reden und sich selbst immer so runterzumachen. Und ich denke immer gerne daran, als wäre ich jetzt meine eigene beste Freundin. Und ich würde jetzt meiner besten Freundin auch nicht sagen, du bist schlecht, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und so weiter. Und die Sache ist halt, dass du das, was du dir sagst, wirklich glaubst, nicht auch dementsprechend verhältst. Beispielsweise, wenn du dir sagst, ich kann das nicht, ich schaff das nicht und dir das immer, immer wieder sagst, dann wirst du es auch nicht schaffen, weil du dich dementsprechend verhältst, weil du das nämlich glaubst und dann denkst du wirklich, dass du es nicht kannst. Und das ist ja auch so voll der springende Punkt bei Affirmationen. Beispielsweise sowas wie, ich bin schön, ich kann das, heute ist ein guter Tag, ich bin dankbar für bla bla bla, ich bin dankbar für mein Leben. Das klingt jetzt vielleicht mal ein bisschen kitschig auf den ersten Blick und auch vielleicht ein bisschen komisch, vor allem ist gerade diese komische Affirmation, die ich genannt habe. Normalerweise sind die meistens auch ein bisschen deeper auf einem besseren Level. Aber es geht ja nur um das Prinzip und ich glaube halt wirklich, dass die Art und Weise, wie du mit dir selbst redest, voll dein Leben beeinflussen kann, weil du dich auch dementsprechend handelst. Und natürlich, das Einzige, was wir ändern können an uns, ist unsere Denkweise oder unsere Handlungen und das wird dann halt dein Leben auch verändern. Also ist ja logisch, wie du handelst, wird dein Leben verändern und ja, deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt, auf jeden Fall daran zu gucken und zu reflektieren, wie rede ich mit mir und wie kann ich das ändern. Übrigens sind die ganzen Dinge, die ich anspreche, natürlich jetzt keine Sache, die von heute auf morgen erledigt sind. Und falls ihr wollt Interesse habt, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, worüber ich vielleicht noch mehr reden soll. Also weil das Thema ich noch generell mehr tief eintauchen soll und besser erklären und besprechen soll. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine ziemlich gute Idee. Aber in diesem Video geht es nur so um das Generelle, um das Prinzip da. Also um das Prinzip.
Der fünfte Punkt ist deine Bildschirmzeit. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, schmeiß dein Handy weg oder schließ es irgendwo ein und geh nie mehr wieder ran oder versuche am Tag nur 10 Minuten auf Social Media oder an deinem Handy zu sein. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich möchte damit einfach sagen, reflektiere mal über dein Verhalten, über deine Bildschirmzeit und guck einfach mal, bringt es dir eigentlich was? Also macht es dich glücklich oder hilft es dir? Oder geht es dir nur schlechter nach deiner Bildschirmzeit? Beispielsweise mache ich selbst ja Time-Tracking, also ich tracke meine Zeit und gucke immer, was ich wann und wie viel mache. Und ich merke einfach, dass ich mir oft sage, ich habe keine Zeit für etwas oder ich würde das wohl gerne machen, aber ich habe keine Zeit dafür, ich würde gerne mehr lesen, aber ich habe keine Zeit dafür. Und das ist halt totaler Quatsch, weil ich habe Zeit dafür. Und dann denke ich mir so, ich hätte voll gut 2 Stunden davon einfach weglassen können und da irgendwas anderes Tolles, was mir vielleicht mehr Spaß macht und mehr bringt, auf längere Zeit gesehen, was ich da hätte machen können. Und ich finde es einfach sehr wichtig, da reflektiert zu sein und sich das wirklich mal anzugucken und darüber zu reflektieren und dann eventuell auch was zu ändern. Falls du dich generell für das Thema Gewohnheiten interessierst, könnte auch noch dieses Video hier etwas für dich sein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.